Hallo liebe Leute, da sind wir wieder. Heute nicht in der Trinkbar, sondern heute hier in der Natürlich Lecker Küche. Ist mein erster YouTube-Kanal, kannst du dir gerne mal anschauen, ist in der Infobox verlinkt. Ja, und heute zeige ich dir, wie wir Cordy Lime Juice machen. Das ist ein Limettensirup, wird oft zum Mixen in der Bar verwendet. Wenn du den mal sehen willst, dann bleib doch einfach mal dran. Für den Cordy Lime Juice brauchen wir 4 Limetten und davon ziehen wir einmal die Zeste ab. Nach Möglichkeit schön dünn abziehen. Und dann werden wir gleich auch noch die Limetten auspressen. Und was wir hier machen, ist wirklich ein sehr, sehr guter Ersatz für den gekauften, weil die sind echt nicht so aromatisch. Und selber machen ist nicht schwer und hat ein schöneres Aroma, einen schöneren Effekt. Die Limetten jetzt einfach auspressen, Saft ausfangen und dann, wenn wir alle ausgepresst haben, geben wir den Saft in den Topf. Weil wir keine Stücke drin haben wollen, gieße ich jetzt einmal den Saft durch ein Sieb und ihr seht hier 60 Gramm haben wir, vielleicht sogar ein bisschen mehr, 62, 63 Gramm. So, sehr, sehr schön, 65. Und jetzt gieße ich das mit 100%igen Direktsaft auf. Auf 200 Gramm gieße jetzt 200 Gramm gefiltertes Wasser dazu. Könnt ihr normales Leitungswasser nehmen. Sind 202 geworden, ist aber nicht schlimm. Und gebe jetzt 150 Gramm Zucker dazu. Wir können es aber nochmal um 50 Gramm erhöhen, wenn ihr wollt, je nachdem wie, wie süß ihr es haben möchtet. Ich fange jetzt mit 150 an und dann werden wir das alles einmal aufkochen lassen und dann runterschalten bei niedriger Temperatur. Ungefähr 5 Minuten köcheln lassen. 5 Minuten später sieht das so aus. Ihr seht nicht viel, aber ich kann euch eins zeigen und das ist echt essentiell. Wir haben hier die Schale und ihr seht, was passiert ist. Es ist einfach nur noch so eklig grün. Was machen wir jetzt? Filtern? Ja, müssen wir. Aber wir werden hier einmal das abfüllen. Nehmt euch eine leere Flasche, die ihr nicht braucht, und dann kippt ihr einfach alles über einen Trichter in eure Flasche. Und dann haben wir unseren richtig leckeren Lime Juice. Du hast gesehen, dieser Cordy Lime Juice ist wirklich nicht schwer nachzumachen. Das schaffst du auf jeden Fall auch. Ist sehr, sehr aromatisch. Du hast gesehen, wir haben den ganzen Geschmack aus den Limetten ausgekocht. Wenn du mal ein weiteres, zum Beispiel Sirup-Rezept sehen willst, schreibt dann mal in die Kommentare, welches ich mal für euch nachmachen soll. Und dann würde ich sagen, bin ich raus und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder.